Wir fahren mit einem Linienbus nach Andratx. Bei unserer Reise von Andratx entlang der Westküste nach Port de Soyer haben wir bemerkt, dass bei Soyer der Hafen weit vom Ort entfernt liegt. Bei Andratx liegt der Hafen auch weit vom Ort entfernt. Wir wollen uns zum Hafen von Andratx begeben. In Andratx verlassen wir den Bus. Die Haltestellen der Linienbusse liegen jetzt im Norden des Ortes. Früher fuhren die Busse zu einem Busparkplatz im Zentrum. Wir begeben uns von der Haltestelle durch den Ort zu der Straße, die den Ort mit dem Hafen verbindet. Auf der Straße werden wir nach 5 Kilometern den Port de Andratx erreicht haben. Auf dem Weg dorthin kommen wir an Plätzen vorbei, auf denen viele Boote an Land stehen. Dort sind Bootservice-Unternehmen, wie zum Beispiel Atlas Marine. Wir sind jetzt in Port Andratx und gehen dort zum Hafenbecken. Auf der Straße an der Ostküste des Hafenbeckens gehen wir entlang zu einer Mole, die ins Hafenbecken ragt. Es ist eine sehr breite Mole mit einer Straße. Am Ende der Mole blicken wir hinüber zur Hafenausfahrt. Auf der anderen Seite des Hafenbeckens liegen mehrere Schiffe. Hier an der Mole liegen auch einige Schiffe. Eines der Boote könnte ein sehr altes Segelschiff sein. In der Nähe des Festlandes steht auf der Mole eine Statue, was sie wohl darstellen soll. Der Boden vor der Statue ist mit bunten Kacheln außergewöhnlich gestaltet. Die Küste in Richtung der Hafenausfahrt ist auffallend gestaltet. Am Ufer gibt es Restaurants auf Pontons. Hier gibt es am Wasser Schuppen. Solche haben wir schon in anderen Buchten der Insel gesehen. Sie dienten wohl früher den Menschen als Unterstadt für ihre kleinen Boote. Wir gehen am Ufer zurück und kommen an einem Bootssteg vorbei, bei dem viele kleine Boote liegen. Als nächstes erblicken wir einige große Fischerboote. Die Hecks der Boote sind mit mächtigen Geräten ausgerüstet. Etwas weiter sind auf dem Ufer viele Fischernetze ausgebreitet. Hier steht auch ein interessant gestaltetes Gebäude. Es ist ein Gebäude der offiziellen Hafenverwaltung. Am nördlichen Ende des Hafenbeckens fließt der Fluss Estorrent hinein. Wir überqueren den Fluss auf einer Brücke. Unten sind auf schwimmenden Partikeln zwei Enten zu sehen.
Wir blicken dann landeinwärts auf den Fluss und erkennen dort einige Boote an den Ufern. Auf dem Gelände auf der anderen Seite der Brücke können wir weitere Enten sehen. Sie sprechen uns an. Hier steht auch eine Statue, die Encina La Luna, die von Barbara Weil errichtet wurde. Hier bei der Rückseite des Gebäudes der Hafenverwaltung gibt es eine Bushaltestelle. Wir hätten also mit dem Bus weiter zum Hafen fahren können. Jetzt fahren wir mit einem Linienbus zurück zu unserem Hotel in Pagera.